Meine lieben Geschwister, aber die wenigsten bereiten sich auf diesen wichtigen Monat vor. Denn je nachdem, wie du diesen Monat empfangen hast, je nachdem, wie du diesen Monat lebst und je nachdem, wie du diesen Monat abschließt am Ende, dementsprechend hat es einen Einfluss auf dein Leben. Und wenn wir die Muslime da draußen betrachten, in was für einem Schrott sie versunken sind, dass sie mit dem Islam nichts mehr gemein haben, außer nur Namensmuslime sind, Saisonmuslime sind, dann können wir wohl möglich sagen, dass wir einige Ramadane verpasst haben, verfehlt haben. Das können wir definitiv sagen. Denn wenn wir uns exakt gut, perfekt auf den Monat Ramadan vorbereiten, meine lieben Brüder, dann regnet die Barmherzigkeit Allahs auf uns. Dann regnet die Vergebung Allahs auf uns. Wenn wir uns aber nicht korrekt vorbereiten, wenn wir diesen Monat nicht richtig leben, in Sahaba-Qualität, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diesen Monat gelebt hat, dann, meine edlen Brüder, dann wird der Fluch Allahs auf uns regnen. Dann werden wir durch unser Fasten sogar vielleicht die Hölle gewinnen. Wer weiß, man kann ja vieles gewinnen. Mit dem Hijab kommt man ja auch in die Hölle, wenn man eng angezogen ist. Angezogen, aber nackt, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Demzufolge müssen wir uns erstmal Gedanken machen, was ist der Monat Ramadan überhaupt? Was ist das Fasten überhaupt? Hat es Allah denn so sehr nötig, dass ich auf Essen und Trinken verzichte oder was? Ist mein Magen Allah so wichtig, dass es auf meinen Magen abgesehen hat oder was? Wir sind an einem Bahnhof namens Dunya. Der Zug wird früher oder später kommen. Deine wird vielleicht nach 30 Minuten kommen, den von dem anderen wird nach 30 Tagen kommen, von dem anderen nach 30 Jahren, aber er wird kommen. Wir wissen alle, dass es vielleicht unser letzter Ramadan ist. Das sagt jeder, diese Floskel, vielleicht ist das unser letzter Ramadan. Doch die wenigsten leben so, die wenigsten bereiten sich vor, als wäre es der letzte Ramadan. Wir müssen wissen, meine edlen Brüder, vielleicht ist das wirklich unser letzter Ramadan. Sehe, atme, fühle, geh durch die Welt, denke so, als wäre es dein letzter Ramadan. Sag, oh Allah, ich weiß, das ist mein letzter Ramadan vielleicht. Und ich will den so leben, wie es dir gefällt. Und die traurige Angelegenheit ist, dass die meisten gar nicht wissen, warum sie fasten. Es sind immer dieselben Sätze. Warum fastest du? Ja, damit ich an die armen Afrikaner denke. Diese Antwort werden dir sogar die meisten, die gerade hier mit ihrem Einkaufswagen aus dem Supermarkt rauskommen, werden dir auch geben. An die armen Kinder von Afrika denken. Das werden dir die meisten geben. Aber ist das wirklich das, was Allah mit uns vorhat? Sagt er, esse und trinke nicht, damit du nur an die Armen denkst? Daher lade ich jeden Mal nochmal dazu ein. Was ist der Ramadan für dich? Erinnere dich an den letzten Ramadan, wenn ich sage, Bruder, Ramadan, Fasten, kommen dir die Nächte als wie so ein kleiner Film vor deinen Augen, wie du dort sitzt, ganz allein in deinem Zimmer. Dein Herz ist in tausend Stücke, deine Brust zerreißt, du weinst, du liest den Koran, du liest die Verse auf Deutsch und du denkst, Mann, was ist, wenn ich derjenige bin, der in diese Hölle kommt? Du bittest Allah um Vergebung. Denkst du an diese Bilder, wenn ich sage Ramadan? Denkst du daran, wie du im Tarawih stehst, stundenlang betest, dich so fühlst, als wärst du gerade im Paradies, dich so fühlst, als würdest du mit Omar ibn Khattab beten, radiallahu anhu, dich so fühlst, als würdest du hinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beten? Fühlst du das? Erinnerst du dich an diese Bilder oder sind es vielmehr Bilder, wie du nach dem Iftar die erste Zigarette anzündest oder nach dem Iftar erstmal Teerunde und Kaffeerunde und dann noch Kuchenrunde und dann noch Obstrunde und dann beim Krankenhaus vorstellen. Was kommt dir in den Kopf, mein Bruder, wenn du Ramadan hörst? Vor allem für die Schwestern, denkst du an den Stress, wie du morgens einkaufen musst, mittags kochen musst, abends die Leute dann bedienen musst und danach nochmal das ganze Geschirr spülen musst? Oder denkst du eher danach, wie du dich, erinnerst du dich an den letzten Ramadan, wie du nasse Koranseiten hattest aufgrund deiner Tränen? An was erinnerst du dich, wenn du hörst Ramadan? Wir sehen das immer und immer wieder, dass leider das Gegenteil stattfindet. Die Leute denken an, ah, diese Baraka, dieses Zusammenkommen, dieses Zusammenessen, dieses Zusammenlachen, dieses Zusammenfeiern, dieses Zusammen rausgehen, zusammen, obwohl der Monat Ramadan eigentlich ein Monat ist, wo wir uns zurückziehen sollten. Wo wir mit der Dunya nichts mehr zu tun haben sollten, sollte der Monat Ramadan sein. Wir haben aus dem Monat Ramadan einen Monat Mai, Juni, Juli gemacht. Ganz einfacher Monat wie alle anderen gemacht. Schlimmer sogar. Wir haben diesen Monat auseinandergenommen. Jeder bereitet sich auf diesen Ramadan vor. Nur diejenigen, die es ihn nötig haben, wir Muslime, leider, wir bereiten uns nicht mehr so sehr auf den vor. Die Supermärkte bereiten sich vor.
Glaub es mir, die haben, die kaufen ein, was das Zeug hält. Handyläden machen Tarif, extra Ramadan-Tarif, damit du nach dem Iftar, bevor du Tarawih gehst, ruf deine Oma in Marokko an, kannst du stundenlang Flatrate telefonieren. Ramadan-Aktion. Akrobaten bereiten sich vor, Comedian bereiten sich vor, Rapper bereiten sich vor, Dervish-Tänzer bereiten sich vor, jeder bereitet sich vor, nur der Muslim bereitet sich nicht vor. Medien bereiten sich vor, ich sehe in den Nachrichten die ganze Zeit, ja, das empfehlen wir ihnen, dieses Menü empfehlen wir ihnen in Ramadan. Ah, die Ärzte warnen die Muslime davor, dass sie zu viel Süßes essen. Ach, ich warnt mich mal davor, dass ich in die Hölle gehe. Warum warnt mich keiner, dass ich eventuell zu schnell bete im Tarawih? Warum warnt mich keiner, dass ich nicht bete und mit meinem Fasten vielleicht leer ausgeht? Warum warnt mich da keiner? Jeder warnt mich nur wegen dem Essen. Merkt ihr etwas, meine edlen Brüder? Der Monat Ramadan ist der Monat, wo wir nichts essen sollten, wenig essen sollten, aber alles dreht sich um Essen. Von morgen bis abends. Werbespots, Empfehlungen, alles dreht sich nur ums Essen. Wir müssen uns gewaltig die Frage stellen, meine edlen Brüder, ob wir uns überhaupt auf diesen Monat wirklich innerlich vorbereitet haben oder ob wir nur einfach leere Luftballonsätze gelassen haben, die von außen schön mächtig aussehen, aber innen nur Luft drin ist.